Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch zu einem Mystery-Thriller bzw. Jugend-Mystery-Thriller. Das ist jetzt ein zweiter Teil, den ich jetzt gelesen habe. Ich dachte mir, ich gebe davon mal keine Inhaltsangabe wieder, sondern stelle euch mal die ganze Reihe vor von den Teilen, die bis jetzt erschienen sind und mache das Ganze spoilerfrei, damit auch wirklich jeder diese Rezension lesen, sehen kann. Und zwar geht es um die Money Club-Reihe von der Autorin Christina Kuhn. Das ist auch die Autorin von der Reihe Das Tal. Die habe ich auch gelesen. Das waren auch so Jugend-Mystery-Thriller, die mir echt gut gefallen hat. Der erste Teil war Money Club, das erste Opfer. Das Ganze ist im Oettinger Verlag erschienen. Das war eigentlich auch ein Hardcover. Ich habe es jetzt hier als Rezensionsexemplar. Deshalb kann ich euch nicht genau sagen, was das kosten wird. Und der zweite Teil ist auch ein Hardcover. Wunderschön drin aufgemacht, gefällt mir sehr gut die Aufmachung. Da sieht man was über diesen Ort, wo das alles spielt. Blue Haven, eine Karte. Hinten ist die auch nochmal. Da. Das Buch hat, wartet, lasst mich schauen, ich glaube 336 Seiten waren das. Ja, 336 Seiten ohne Begrifferklärung. Hinten ist noch eine Begrifferklärung, denn es dreht sich alles um die Krankheiten, Psychose, Epilepsie und Schlafstörungen und Halluzinationen und Medikamente. Das hat man da alles erklärt. Ich brauche das nicht, ich bin Krankenschwester, ich kenne mich in dem Gebiet ein bisschen aus. Und ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil, der zweite Verrat. Der dritte Teil erscheint nächstes Jahr, in diesem Jahr, ich weiß es nicht genau, es gibt noch kein offizielles Datum. Das wird dann auch der Abschluss Monday Club, die letzte Rache. Schaut mal, das sieht dann so aus. Da seht ihr das, auch sehr schön, wie ich finde, tolle Cover. Und ja genau, das Hardcover kostet hier jetzt 16,99 €. Worum geht's? Wie gesagt, es gibt die Inhaltsangabe von der gesamten Reihe, ohne zu spoilern. Ihr könnt also alle diese Rezensionen sehen. Und zwar geht's darum, es gibt das Örtchen Blue Haven irgendwo in Amerika und da lebt Faye mit ihren Freunden und da gibt es den berühmten Monday Club. Das ist so ein, ja, Elite-Club, der über die Stadt herrscht, beziehungsweise in der Stadt so ein bisschen das Sagen hat und regiert, wo so die Elite der Elite ist. Und eines Tages stirbt die beste Freundin von der Fee, die Amy. Allerdings leidet die Fee seitdem an Schlafstörungen und hat das wohl auch früher schon, laut ihrem Vater, gab es da auch schon Vorfälle, wo sie ja, Schlafstörungen hatte und eine Psychose hatte oder eine Epilepsie hatte. Und eines Nachts erscheint der Fee ihre beste Freundin, die ja eigentlich schon tot ist, die Amy. Und Fee zweifelt dann so ein bisschen dran und bekommt dann ziemlich schnell mit, dass da einiges nicht so mit rechten Dingen geschieht und dass der Monday Club da wohl ein großes Geheimnis verbirgt, denn die Amy ist nicht die einzige, die auf mysteriöse Weise gestorben ist. Die Geschichte wird zum Großteil aus der Sicht von der Fee erzählt, in der Ich-Perspektive, immer mal wieder von kurzen Episoden unterbrochen von dem Monday Club und noch anderen Erzähl-Lern- oder Erzählungssträngen. Das sind dann so ganz kurze Kapitel, die dann aber in der dritten Person geschrieben sind. Und das kriegt man auch ziemlich schnell mit, weil da gibt es dann die entsprechende Überschrift dazu. Der Schreibstil ist sehr, sehr flüssig und leicht. Also man hat diese Bücher wirklich ruckzuck durch. Ist ja klar ein Jugendbuch auch, das merkt man den Büchern deutlich an. Sie sind deswegen aber nicht weniger spannend und nicht weniger packend und nicht weniger fesselnd, denn die Spannung ist hier wirklich sehr, sehr groß. Es gibt viele Geheimnisse und auch viele, zum Schluss dann auch viele mystische Elemente, die damit einspielen. Und die machen das Buch echt spannend. Beide Bücher enden, wie soll es anders sein, mit einem ganz fiesen Cliffhanger. Sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Jetzt möchte ich bitte auch ganz schnell Teil 3, weil ich fand den Cliffhanger beim zweiten Teil sogar noch viel, viel schlimmer als beim ersten Teil. Und ja, was soll ich sagen? Faye, sehr sympathischer Charakter, die ist nicht auf den Kopf gefallen, die überlegt, sie weiß ja lange nicht, befindet sie sich da in der Traumwelt oder was ist real und was ist nicht real und man tappt da auch lange im Dunkeln, zumindest im ersten Teil. Im zweiten Teil werden dann die ersten Geheimnisse gelüftet, was ich wirklich gut fand, was ich auch sehr spannend fand und bei beiden Büchern hat mir damals gefallen, dass sie beide so eine Wendung hatte, mit denen man überhaupt nicht rechnen kann.
Also ich kann diese Mystery-Reihe wirklich jedem empfehlen, wer so ein bisschen Thriller und Jugendthriller und Jugendmystery lesen möchte und da einen schnellen Zeitvertreib sucht, beziehungsweise ein Buch sucht, was man schnell liest und flüssig lesen kann, fand ich die Bücher wirklich toll. Ich freue mich auf Teil 3 und ja, ich sag, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.